Kokain überschwemmt Deutschland und boomt wie nie. In Berlin ist an Kokain zu kommen so einfach wie Zigaretten zu kaufen. Ständig und überall verfügbar. Und die Gewinne enorm. Wenn du hochqualitativ einkaufst, machst du Minimum 100% Gewinn an einer Kapsel. In Deutschlands Partyszene schneit es Kokain. Koks hält wach und macht gute Laune. Die Nachfrage ist riesig. Internationale Drogengangs führen ein perfekt organisiertes Schmugglernetzwerk. Das Kokain im Körper zu schmuggeln ist sehr riskant, denn wenn die Päckchen platzen, kannst du sterben. Noch nie schienen die Drogenkartelle so mächtig. Noch nie war die Kontrolle so schwierig. Zeig deine Hände. Zeig deine Hände. Wir haben die Situation, dass diese Kokainschwemme im Moment durch Kontrollen nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Deutschland ist auf Koks. Was kann die Drogenkrise noch aufhalten? Mit Kokain durch die Nacht. Es ist der Stoff für die atemlose Großstadt. An die Droge zu kommen scheint einfacher denn je. Der Bedarf wächst und wächst. In diesem Film folgen wir der Spur des Kokains. Vom Anbau in Südamerika, der Schmuggelroute über Afrika und Spanien bis zu den Dealern und Konsumenten nach Berlin. Wir wollen wissen, wie das Business funktioniert. Was Behörden gegen den Boom unternehmen und wer am Kokain verdient. Warum feiert Deutschland diese Droge? Es sind goldene Zeiten für Kokaindealer wie diese beiden. Nennen wir sie Jonas und Max. Sie dealen seit über 6 Jahren und sehen, wie sich das Business verändert. Früher musstest du ja auf der Straße sein, du musstest dahinter stehen. Jetzt kannst du online handeln, du brauchst nicht mehr stark sein oder wie auch immer. Es gibt den Darknet, es gibt Telegram. Das Angebot ist leichter zu verkaufen. Und dadurch haben viele halt die Marktlücke erkannt und sind dann mit eingestiegen einfach. Auf keinen Fall ist Kokain in der Schattenwelt behaftet. In der noblen Szene kommt keiner ohne klar. Die Anwälte nicht, bis hin zu Richtern nicht. Polizisten, Beamte, alle haben ja alles schon gesehen. Es ist jeder konsumiert. Kokain ist das Kaffee von Amerika geworden und es ist inzwischen der Kaffee von der ganzen Welt. Abwiegen, abpacken, wegdrücken, schlapp machen, Jungs, die drauf abkacken, Kachbossi anschaffen zu. Kokain steigert Stimmung und Leistung. Und das nicht nur als Partydroge. 600 Pferde drück ich nachts in mein Viertel, ich bin hart. Viele koksen auch tagsüber, wenn der berufliche Druck zu groß wird oder private Probleme über den Kopf wachsen. Als ich angefangen habe, Kokain zu nehmen, hatte das noch eine positive Wirkung. Also ich habe mich gut gefühlt. Viele kriegen ein großes euphorisches Gefühl und fühlen sich sehr lebendig und sehr stark. Kokain ist eine Droge, da fühlst du dich sehr bei dir. Marie war für mehrere Jahre kokainabhängig und ist erst seit wenigen Monaten clean. Sie arbeitet als Lobbyistin und berät unter anderem Politiker. Ein stressiger Job. Erst kokst sie nur auf Partys, später nimmt sie die Droge auch, um im Beruf leistungsfähiger zu sein. Mit der Zeit verliert sie die Kontrolle. Die Hochphase, da habe ich 3 Kanülen am Tag gebraucht. Das sind so, im Durchschnitt habe ich 100 bis 150 am Tag dafür ausgegeben. Bestimmt 20, 30 Mal am Tag habe ich gezogen, ja. Also mindestens 5, 6 Mal bei der Arbeit. Und dann bestimmt so am Abend noch mal 10, 15 Mal, je nachdem, wie lange der Abend war, ja. Also zum Schluss merkt man das auch gar nicht mehr, weil das wie so Chips ist, die man beim Fernsehgucken isst. Die Kokainkonsumenten stammen aus allen sozialen Schichten. Der Handel ist illegal, aber wer sich in Deutschland berauschen will, hat wenig Probleme, an die Droge zu kommen. Ob im Club, beim Straßendealer, per Taxi nach Hause oder in der Bar. Vor allem in Großstädten ist das Angebot riesig. Für die Fahnder wird es immer schwieriger, den lokalen Handel zu überwachen. Olaf Schremm ist Leiter des Berliner Drogendezernats. Er sieht Deutschland vor einem großen Problem.
Wir stellen im Zuge dieser Kokainschwemme, die für ganz Europa gilt, auch in Deutschland und auch insbesondere in Berlin fest, dass wir zunehmende Zahlen haben an Strafvermittlungsverfahren gegen Personen, die Kokain erworben haben oder besitzen. Und insbesondere auch die mit Kokain handeln. Bei einer Razzia wurden mehrere Kilo beschlagnahmt. Der Stoff geht ins Labor, um den Reinheitsgrad festzustellen. Und da haben wir hier schon die ersten Ergebnisse. Da haben wir das Kokain in der Regel und auch hier wieder mit über 80%. Das ist hochreines Kokain, unverstreckt. Das ist halt schon fast Standardmaß. Ja, ist Standard. Heißt also letztendlich, dass in der Verteilerkette von der Produktion, Herstellung bis letztendlich zu uns eine Streckung gar nicht mehr stattfindet? Überhaupt nicht. Wir sind perfektioniert in der Herstellung geworden. Der Reinheitsgehalt von Kokain steigt seit 10 Jahren deutlich an. Von 37,6% im Jahr 2011 auf mittlerweile 76%. Mehr als eine Verdopplung. Dabei blieb der Preis stabil. Die Kunden bekommen heute also für das gleiche Geld mehr Kokain. Es ist unverändert ein unbegrenztes Angebot vorhanden. Es verändern sich auch nicht die Marktpreise. Wir haben ziemlich konstante Preise für Kokain im Schwarzmarkt. Und wir haben darüber hinaus einen konstanten Wirkstoffgehalt bei der Feststellung und der Analyse unserer Sicherstellungsmengen. Das heißt, der Markt funktioniert unverändert, obwohl teilweise Mengen im zweistelligen Tonnenbereich aus dem Verkehr gezogen werden. Immer mehr, immer reiner. Und der Kokainnachschub scheint unerschöpflich. Der Hamburger Hafen gilt als ein Haupteinfallstor in Deutschland. Hier fangen Zollbehörden wachsende Mengen Kokain ab. Ein Zeichen dafür, dass sehr viel Stoff im Umlauf ist. Das sind die klassischen Kilopäckchen von Kokain, die wir fast bei allen Sicherstellungen haben. Also gut verpackt, auch geruchssicher verpackt, immer ca. 1 Kilo netto Kokain. Was für ein Schlag, was für ein Erfolg. Hamburger Hafen hat der Zoll mehr als 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Es ist ein Fahndungserfolg für den Hamburger Zoll, der in dieser Größe selten ist. 16 Tonnen hochreines Kokain aus Paraguay, verpackt in Büchsen mit Spachtelmasse. Geschätzter Marktwert mehrere Milliarden Euro. Es war europaweit der größte Fund an Kokain, auch weltweit gehört er zu den größten. Das sind Mengen, die vor ein paar Jahren noch unvorstellbar waren. Wir haben vor ein paar Jahren mit 20, 50, 80 Kilo hantiert. Heute kommen 16 Tonnen. Die in Deutschland sichergestellte Menge an Kokain steigt stetig. 2017 sind es noch 8,2 Tonnen, 2019 und 20 schon 11 Tonnen. Und im Jahr 2021 über 16 Tonnen. Doch trotz aller Fahndungserfolge, Kokain ist allgegenwärtig. 4,5 Kilo werden in Berlin täglich konsumiert, vor allem an den Wochenenden. Das belegen Rückstände im Abwasser. Lokale Dealer wie Jonas und Max verkaufen die Ware an die Endverbraucher. Seit sie im Geschäft sind, steigt die Nachfrage immer weiter an. Du willst nicht mal, ich wollte nicht verkaufen. Ich habe mir selber für mich was erklärt. Dann kamen immer mehr Leute, ach, du klärst dir doch was Gutes, du hast gute Connection, kann ich dich über dich klären? Dann klärst du am Anfang für den, dann sitzt immer mehr. Und dann sagst du, scheiß drauf, fange ich an. Warum nicht? Und so passiert es in den meisten Fällen aus den also Problembezirken. Normal nicht mit Maske. Einsatz wie immer. Klar. Weißt du, drei Scheiben auf die Jonas und Max füllen das Kokain für die nächtliche Lieferung ab. Sie bekommen ca. 100 Euro pro Gramm, je nach Qualität. Wenn du hochqualitativ einkaufst und nicht mal großartig profitorientiert bist, machst du Minimum 100% Gewinn an einer Kapsel. 100% deines Einkaufspreises machst du gewinnen. Du kaufst 50 Euro das Gramm ein, verkaufst es standardmäßig für 100, 100% Gewinn.
Jonas und Max bringen den Stoff direkt zu ihren Kunden nach Hause. Nächtliche Drogenkuriere, ein illegales Geschäft und doch ganz normal mitten im Alltag der Stadt. Auch Maria braucht mit der Zeit immer mehr solcher Lieferungen. Kokain ist teuer. Zum Teil gibt sie pro Monat 2000 Euro für Koks aus. Ihre gesamten Ersparnisse gehen für die Droge drauf. Als mir klar wurde, dass bei der Menge, die ich konsumiere am Tag, ich im nächsten Monat die Miete nicht mehr zahlen kann, da wurde mir eigentlich das Ausmaß klar, dass ich dass ich mir jetzt Wege überlegen muss, wie ich zu Geld komme, wie ich schnell zu Geld komme. Und als mir klar wurde, dass mir das so ist, also dass ich jetzt an dem Punkt stehe, dass ich mich prostituieren würde, um Geld zu bekommen für den Drogenkonsum, das war schon ziemlich, also das war schon der Bodensatz für mich, auch mein ganz persönlicher Bodensatz. Also da habe ich persönlich auch nicht gewusst, wie ich mich davon noch retten kann. Also was ich auch von mir selber noch halten kann. Nach 3 Jahren Koks entscheidet sich Marie für einen Entzug. Ihr Körper reagiert darauf mit starken, fieberähnlichen Symptomen. Deshalb kühlt sie sich regelmäßig mit kaltem Wasser. Begleitend zum Entzug macht sie eine Therapie, um auch die mentale Abhängigkeit zu überwinden. Marie will es schaffen, doch der Weg aus der Sucht dauert lang. Hans-Peter Eckert betreut Abhängige während ihres Entzuges psychologisch. Zum Behandlungsplan gehören regelmäßige Sitzungen im Therapiezentrum. Ich war letzte Woche auf einem Geburtstag eingeladen, beziehungsweise eine Freundin von mir war auf einem Geburtstag eingeladen und hat mich gefragt, ob ich mitgehen möchte. Ich kannte das Geburtstagskind nicht und auch die anderen Gäste auf der Feier kannte ich nicht. Und mir war jetzt nicht klar, dass es da irgendwelche Situationen und Gelegenheiten gibt, wo wahrscheinlich was passiert. Nein, das war nicht klar. Und hast dann sofort gerattert so, ne? Ich muss jetzt hier weg so, ja, wie wir quasi ja trainieren. Ja, wir haben das trainiert. Ich glaube, ich habe das, als ich das erahnt habe, das ganze Ausmaß, saß ich vielleicht so um die 10 Minuten dort. Und dann habe ich aber gewusst, dass ich gehen muss. Geschafft habe ich es, weil ich gegangen bin, weil ich ihr das gesagt habe und weil sie sofort reagiert hat und auch gegangen ist. Hast du deine Entscheidung, jetzt nichts zu konsumieren, später bereut? Nein, danach nicht. Das war das erste Mal, dass ich es nicht bereut habe. Andere Situationen habe ich bereut, die nicht. Cool. Kokain ist so schädlich, weil es Sie als Betroffenen in eine Abhängigkeit bringt und Sie das, was Ihnen was wert ist, nicht mehr ausführen können, weil Sie die ganze Zeit konsumieren möchten. In den Zeiten des Konsums ziehen sich die meisten Patienten und Patientinnen massiv sozial zurück und sind gar nicht mehr erreichbar. Wer einmal süchtig geworden ist, hat es schwer. Nur etwa 1/3 gelingt der Ausstieg dauerhaft, alle anderen werden wieder rückfällig. Der Schaden für Mensch und Gesellschaft ist enorm. Südamerika. Hier ist die wichtigste Quelle. Coca-Felder, soweit das Auge reicht. Die Anbauflächen sind in den vergangenen 5 Jahren stark gewachsen. Gewinner des Kokainbooms sind die Drogenkartelle. Von Südamerika aus reist der Stoff durch die ganze Welt. Auf dem Weg zu den Konsumenten wird er immer unreiner und immer teurer. Der Weg des Kokains nach Europa läuft entweder direkt oder über Afrika. Dort werden Lieferungen häufig in westafrikanischen Staaten umgeschlagen. Meist Guinea-Bissau oder Nigeria. Transportiert wird der Stoff per Container, auf Schiffen oder per Luftfracht. Zum Beispiel im Körper eines Schmugglers. Ausgangspreis in Kolumbien sind rund 3000 Euro pro Kilo. In Deutschland verlangen Dealer dafür mehr als das Zehnfache. Die kenianische Stadt Mombasa. Mit dem größten Hafen Ostafrikas hat sich hier in den letzten Jahren eine neue Route des Drogenhandels entwickelt.
Heroin aus Asien und Kokain aus Lateinamerika nehmen jetzt oft auch diesen Weg nach Europa. Aus gutem Grund. Die kenianische Küste ist lang und schlecht überwacht. Wir sind auf dem Weg in einen Vorort von Mombasa. Hier agieren afrikanische Drogenkartelle. Wir treffen einen Schmuggler. Nennen wir ihn Idris. Er gehört einem kenianischen Drogenkartell an und möchte anonym bleiben. Dieses Gespräch ist für uns alle gefährlich. Ihm kann es das Leben kosten. Es ist sehr riskant. Meine Familie könnte entführt, gekidnappt, vielleicht sogar getötet werden. Und auch mein Leben kann in Gefahr sein, auf ganz unterschiedliche Arten. Seit 4 Jahren schmuggelt Idris als Mule, wie Schmuggler hier genannt werden, Drogen nach Europa und Asien. Darunter auch Kokain. Um es zu schlucken, packt man es in Silikon. Dann taucht man es in Salatöl und schluckt es, Paket für Paket. Man darf nur vorher nichts Säurehaltiges essen. Im Flugzeug trinkt man nur Wasser. Und wenn sie das Essen bringen, tut man so, als würde man es essen. Denn wenn sie mitbekommen, dass du nicht regelmäßig isst, verdächtigen sie dich vielleicht und benachrichtigen die Sicherheitsbehörden. Am Flughafen ist es einfach. Da wartet jemand auf uns und schleust uns durch Hintertüren vorbei an der Sicherheitskontrolle. Am Zielort werden wir abgeholt und mit einem Fahrzeug ins Hotel gefahren. Dort müssen wir die Päckchen wieder ausscheiden. Das gesamte Schlucksystem ist sehr riskant, denn wenn ein Päckchen im Magen zerreißt, kannst du sterben. Aber ich mache es trotzdem, weil ich Geld brauche, um meine Familie zu unterstützen. Das geschmuggelte Kokain landet über Dealer in deutschen Clubs, lässt Menschen überschwänglich feiern. Doch der Weg hierher ist lang und äußerst gefährlich. Schmuggler wie Idris riskieren bei jeder Reise erwischt zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Doch einmal angefangen, gibt es kaum eine Möglichkeit, das System wieder zu verlassen. Ich bereue es, in das Geschäft eingestiegen zu sein, weil ich komme nicht mehr raus. Die Bosse glauben, wenn du aussteigst, gibst du sensible Informationen an die Behörden weiter. Sie könnten dann zum Beispiel meine Familie entführen lassen. Was ich mache, ist moralisch nicht korrekt. Ich weiß, dass ich durch meinen Job vielen jungen Leuten schade. Manchmal tut mir das leid, dann weine ich. Aber ich habe keine andere Chance. Ich hoffe das Beste. Nur Gott wird mein Richter sein. Idris kennt die Wege genau, über die regelmäßig große Mengen Kokain von Ostafrika weiter nach Europa gelangen. Nach Europa geht es von Südafrika über Nigeria bis nach Tunesien oder Marokko. Von dort wird es mit Fischerbooten weitertransportiert. Und dann gibt es noch eine andere Route. Wenn das Kokain in Tansania oder Kenia angekommen ist, geht es über den Südsudan nach Khartoum. Von Khartoum wird es auf Kamelen durch die Wüste gebracht, bis es in Tunesien oder Marokko ankommt. Und dann geht es in Booten weiter. Das ist die einfachste und sicherste Route. La Línea de la Concepción im Süden Spaniens. Die Stadt gilt als Tor des Drogenschmuggels zwischen Afrika und Europa. In den 70er Jahren machten Drogenhändler die Meerenge von Gibraltar zu ihrer europäischen Basis. Seit 50 Jahren wird hier vor allem mit Haschisch gehandelt, doch jetzt etabliert sich ein neues Geschäft mit Kokain. Die größten Mengen kommen im Hafen Algeciras an. Wir sind mit Mike verabredet. Er arbeitet für eines der größten Narkokartelle Spaniens. An ihn kommen wir nach langer Recherche und über verschiedene Kontakte, die uns immer tiefer in das Milieu geführt haben. Mike organisiert die Logistik,
damit die Drogen unbemerkt den Hafen verlassen können, bevor sie über ganz Europa verteilt werden. Sein Lohn? 200.000 Euro im Monat. Er spricht zum ersten Mal mit der Presse. Es gibt jemanden, der sich darum kümmert, dass der Container nicht im Register steht. Und sobald wie möglich geht die Ware im LKW aus dem Hafen raus. Dann wird sie an einen sicheren Lagerungsort gebracht. Ich kümmere mich darum, dass die Ware aus dem Hafen kommt und lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Dorthin kommen die Kunden und holen sie ab. Meist nehmen sie sie mit an die Küste oder nach Europa. Jedes Jahr kommen tausende Kilo Kokain im Hafen von Algeciras an. Mike weiß, wie viel genau. Sagen will er es aber nicht. Mehr als die Leute denken. Ich werde dir keine Zahlen nennen, aber es ist mehr, als die Leute glauben und öfter, als sie es mitkriegen. So wie die Bananen reinkommen oder die Orangen oder Schuhe. Letztendlich ist es ein Geschäft wie jedes andere. Wenn es Nachfrage gibt, muss man da sein, um sie zu bedienen. Es gibt kleinere, unabhängige Gangs, die Kokain mit dem Speedboot transportieren. Und das geht auch. Aber der üblichere und sichere Weg ist der Container. Auf den 14 Seekilometern, die Spanien von Marokko trennen, transportieren Kartelle mit Schnellbooten monatlich mehr als 280 Tonnen Drogen. Darunter auch Kokain. Carlos Bosse Suarez arbeitet für den spanischen Zoll. Er bereitet sich auf einen Einsatz vor, eine nächtliche Patrouille, um Schmuggler aus Marokko in der Meerenge von Gibraltar aufzuspüren. Nicht selten liefern sich Schmuggler harte Verfolgungsjagden mit dem Zoll und der Polizei. Oft können sie entkommen, weil sie das größere Risiko eingehen und schneller fahren. Carlos und seine Kollegen sind auf alles vorbereitet. Wir tragen Waffen und manchmal benutzen wir sie auch. Das kommt nicht häufig vor, eher selten, aber sie können benutzt werden. Klar ist aber, wenn sie benutzt werden, dann nur zur Abschreckung. Um sie zu stoppen oder wenn sie sehr gefährliche Manöver machen, damit sie damit aufhören. Es ist ein aufwendiger und teurer Kampf. Seit 2018 gibt es in Spanien einen Sicherheitsplan für den Kampf gegen den illegalen Drogenschmuggel. Mitte 2020 wurde er um zusätzliche 48,2 Millionen Euro aufgestockt. Zwar haben die Verhaftungen zugenommen, das Problem ist damit aber noch längst nicht im Griff. Carlos Radar zeigt Bewegung an. Aus Sicherheitsgründen machen wir das Licht in der Kabine aus. Wir haben auf dem Radar ein mögliches Zielobjekt entdeckt. Es ist sehr schwach, aber irgendwas bewegt sich da. Wir bereiten uns auf alles vor. Da, hier können wir sehen, dass es sich bewegt. Wir werden uns Stück für Stück nähern und uns vorbereiten, falls es ein Schmuggler ist. Carlos und sein Team nehmen Fahrt auf. Mit 100 km/h geht es über den Ozean. Das ist nicht ungefährlich. Irgendwas ist da, aber okay. Licht hat es keines. Okay. Wir haben es verloren. Das war ein Fehlalarm. Aber wir müssen alles überprüfen. Wenn das Meer so rau ist, ist es schwer, zwischen Welle und möglichem Zielobjekt zu unterscheiden. Manchmal gibt es Verfolgungsjagden. Da ist es nicht einfach, ruhig zu bleiben und die Nerven zu bewahren.
Da kann es schon ein bisschen brenzlig werden, also schon gefährlich. Die Sicherheit geht aber immer vor. Also die Sicherheit ist wichtiger als die Festnahme der Schmuggler. Polizisten schätzen, dass hier bis zu 10 Schnellboote pro Nacht Drogen an Land bringen. 2 bis 3 Mal in der Woche können sie welche aufspüren und überführen. Hier gefilmt von der spanischen Guardia Civil. Auch im Hafen Algeciras machen die Behörden immer wieder große Kokainfunde. Anfang 2022 werden in einem Container, der für gefrorenen Hecht deklariert ist, 2 Tonnen Kokain gefunden. Den Behörden geht es vor allem darum, die Hintermänner aufzuspüren. Hier bereiten sich die Polizisten auf einen Zugriff vor. Wir können den gefährlichen Einsatz der Spezialeinheit begleiten. Heute starten wir eine Operation gegen Geldwäsche. Wir werden 6 Razzien gleichzeitig durchführen in den Provinzen von Cádiz und Malaga. Jetzt geht's los. Wir starten mit den Kollegen, die die Gebäude stürmen, der Spezialeinheit. Wir sind in einer Gegend mit einer Jugendarbeitslosigkeit von mehr als 80%. Der Durchschnittsverdienst liegt bei 1050 Euro im Monat. Durch Schmuggeln lassen sich mehrere tausend Euro an einem Tag verdienen. So werden immer mehr, vor allem junge Leute, in das illegale Drogengeschäft verwickelt. Wir wissen nie, wen wir hinter einer Tür vorfinden. Die Gefahr liegt immer im Unbekannten. Normalerweise geht es gut aus, aber es gab Fälle, in denen wir in gefährliche Situationen geraten sind. Zum Teil sogar mit Schusswechsel. Regelmäßige Razzien sollen die kriminellen Strukturen zerschlagen. Wie heute gibt es an mindestens 2 Tagen in der Woche mehrere Razzien parallel. Jetzt, kurz vor dem Zugriff, ist der gefährlichste Moment. Wir bleiben im Hintergrund. Der Einsatz verläuft glimpflich. Der Verdächtige lässt sich ohne Gegenwehr festnehmen. Als nächstes wird jetzt die Unterkunft durchsucht. Wir haben Geld sichergestellt. Mehr als 6.000 Euro. Außerdem haben wir ein großes Loch von 5-6 Metern gefunden. Das war in diesem Fall jetzt aber leer. Es ist hier unter einem Schrank, also ein Ort, wo es sehr wahrscheinlich als Versteck gedacht war. Für den Prozess dokumentieren wir alles Wichtige, damit es klare Beweise gibt. Fakt ist, dass es hier um Schmuggel mit Kokain und Geldwäsche geht, also um Drogenhandel. Es ist ein riesiger Aufwand der Küstenwache und der Polizei. Und trotzdem bleibt La Linea Einfallstor für Haschisch und Kokain nach Europa. Nirgendwo in Europa wird mehr Rauschgift beschlagnahmt als in Spanien, mit seiner tausende Kilometer langen Seegrenze am Mittelmeer und Atlantik. 48 Tonnen Kokain wurden in Spanien im Jahr 2020 durch die Behörden sichergestellt. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Alter, dieses Kokaingeschäft steuert die Welt. Kauf dir die Regierung, kauf dir, was du willst. Du kaufst, was du kaufen musst und die Leute, die du kaufen musst, damit dein Business gut läuft. Und weil es so viel Geld ist, lassen sich die Leute drauf ein. Manche der teuren Viertel in La Linea gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Wo das Geld ihrer Bewohner herkommt, ist ein offenes Geheimnis. Der Hafen von Rotterdam, der größte Tiefwasserhafen Europas. Millionen Container werden hier jedes Jahr umgeschlagen. Unmöglich, all das auf Schmuggelware zu kontrollieren.
Trotzdem werden auch hier immer häufiger große Mengen Kokain abgefangen. Wir treffen Zöllner bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Namen sollen aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. Sie sind auf dem Weg zu einer Kontrolle. Mit einem ganz neuen Verfahren hat man hier die Anzahl der kontrollierten Container verzehnfacht. Die einzelnen Container werden nicht mehr geöffnet wie früher, sondern es wird eine Luftprobe entnommen und gesichert. Später können so Hunde effizient die Proben kontrollieren, ohne dass sie zu jedem Container geführt werden müssen. Wir brauchen nur 3 Minuten pro Container, um die Luft abzusaugen. Normalerweise waren wir viel länger damit beschäftigt. Also können wir jetzt viel mehr Container kontrollieren. Das funktioniert sogar an Bord eines Schiffes. Auch da können wir Luft aus jedem Container holen. Danach bringen wir es zur Kontrollstation, wo der Hund in Ruhe arbeiten kann. Man kann sich vorstellen, wenn der Hund das hier machen muss, zwischen den Containern und dem Lärm, ist das für ihn schwieriger. Okay. Ja. Ja, sehr gesehen. Da kommen natürlich Geure in der. In den Wattebauschen setzen sich die Gerüche fest. Die Hunde können diese Gerüche erkennen. Abhängig davon, welche Art von Spürhund man einsetzt und worauf er trainiert ist. Auf der Zollstation werden die Luftproben geöffnet und für den Hund bereitgestellt. Dieser kann so in kürzester Zeit 6 Containerproben auf einmal kontrollieren. Für internationale Zollbehörden eine Sensation. Der Drogensuchhund schlägt an. Er scheint ein Betäubungsmittel gerochen zu haben. Der verdächtige Container wird deshalb nun zusätzlich mit einer mobilen Röntgenanlage durchleuchtet. Die Hunde haben positiv getestet. Daher brauchen wir eine Bestätigung und es geht zum mobilen Scan. Hier hat sich aber herausgestellt, dass der Container doch negativ ist. Die Reise kann also jetzt weitergehen. Nachts ist die gefährlichste Zeit am Hafen. Die Zöllner sind pausenlos im Einsatz. Hallo zusammen. Wie ihr wisst, kommen heute mehrere verdächtige Schiffe in unserem Sektor an. Wir rechnen damit, dass wieder Leute kommen, um Drogen aus dem Hafen zu holen. Das hier ist die Zone, in der wir uns befinden. Wir sprechen hier über eine der größeren Containerfirmen. Es ist anzunehmen, dass sie versuchen werden, den Hafen über bestimmte Routen zu verlassen. Also lasst uns die Augen aufhalten und schauen, ob wir jemanden entdecken können. Die Kameraüberwachung ist online, die Leute stehen bereit. Im Grunde kann es losgehen. Können wir unser Ding tun? Noch Fragen? Gibt es da schon mehr Informationen? Die 3 Schiffe haben eine sehr hohe Priorität. Dort haben wir schon häufiger etwas gefunden. Das sind die Infos, mit denen wir arbeiten müssen. Mehr haben wir nicht. Los geht's. Jede Schiffslieferung, mit der Kokain in den Hafen gebracht wird, zieht Schmuggler an, die Ware wieder aus dem Hafen herausbringen. Mehrere 10.000 Euro soll es für so eine Aktion geben. Die Zöllner versuchen ihnen Tag und Nacht auf die Schliche zu kommen. Jetzt fahren wir zur Marsflagte. Dort liegen alle großen Containerschiffe und alle Containerterminals. Ein wichtiger Ort für die Inspektionen. Wir werden die Nachtschicht ablösen. Als erstes fahren wir in den relevanten Gebieten Patrouille. Wir gucken, ob es Unregelmäßigkeiten gibt und welche Leute sich dort befinden. Natürlich sind wir für die Kontrollstelle erreichbar und halten Augen und Ohren offen. Heute bleibt es ruhig. Die Zöllner nutzen die Zeit für eine Übung. Sie proben eine Festnahme. Es ist wichtig, immer auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. 64X900 Deltawelle, Dardanellesstraße Richtung Malaga-Straße, Stoppschild Tumavaca-Straße. Wagen 33,
Wir hören. Fahren Sie geradeaus. Die Zöllner steigen aus, um das Fahrzeug zu inspizieren. Hast du deinen Führerschein mit? Kannst du gleich mitnehmen. Da lang. Guten Tag, der Herr. Stellen Sie sich hier hin. Was machen Sie hier um diese Zeit? Ich habe gearbeitet. Gearbeitet. Viel zu tun? Ja, viel Arbeit. Zeig deine Hände. Zeig deine Hände. Arme ausbreiten. Sie sind verhaftet aufgrund des Rauschgiftgesetzes. Umdrehen. Auf die Knie. Verhaftung wegen Rauschgift in der Nähe der Malaga-Straße. Arme gespreizt halten. Nicht immer klappt alles so komplikationslos wie in dieser Übung. Die Zöllner stellen das Kokain im Kofferraum sicher. Alle Fundstücke werden dann an die zuständigen Stellen weitergegeben. In unseren Laboratorien wird eine Probe getestet, um festzustellen, ob es wirklich Kokain ist. Ich darf nicht sagen, wie oft das passiert, aber ich kann sagen, dass wir dieses Jahr schon 50.000 Kilo beschlagnahmt haben. Die Suche nach Drogen scheint ein Kampf gegen Windmühlen. Im größten Tiefwasserhafen Europas ist es unmöglich, alles zu finden. Trotz modernster Methoden. Es wird immer ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben. Wir finden Drogen, dann ziehen wir jemanden aus dem Verkehr, aber dann finden andere Player wieder neue Wege, um die Drogen ins Land zu schmuggeln. Und so wird das immer weitergehen. Was sich ändert, ist die Gewaltspirale. Wir spüren immer mehr Betäubungsmittel auf. Und dadurch verschärft sich auch der Widerstand gegen uns und unsere Arbeit. Der Kampf wird immer brutaler. Es geht um Macht und Milliarden Euro an Gewinn. Jährlich kommt es in den Niederlanden dabei auch zu Toten, niedergeschossen auf offener Straße. Im Sommer 2021 wird ein Journalist zum Opfer der Drogenmafia. Einer der bekanntesten Journalisten des Landes ist in Amsterdam am helllichten Tag niedergeschossen worden. Peter R. de Vries kämpft um sein Leben. Der 64-Jährige gilt als Experte auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität. In diesem Moment wissen wir, er ist schwer verletzt, er kämpft um sein Leben. Der Kriminalreporter de Vries stirbt am Rande eines Mordprozesses gegen Drogenhändler mit Milliardenumsätzen. Er ist Medienberater eines Kronzeugen. Der Mord zeigt, dass die Kartelle in den Niederlanden vor nichts zurückschrecken. Der Kampf um die Vorherrschaft auf dem Kokainmarkt macht keinen Halt an den Grenzen des Milieus. Der Drogenkrieg scheint in Europa angekommen. Robin Hofmann ist Kriminologe und forscht zum Kokainhandel an der Universität Maastricht. Er ist geschockt von den Entwicklungen direkt vor seiner Haustür. Ich denke, die Niederlande sind da momentan das beste Beispiel für. Wenn man sich hier die Situation anschaut, einmal ganz plakativ, wo man sieht, wie so ein Drogenkonflikt eskalieren kann, wie ein Drogenkonflikt sich unglaublich brutalisieren kann. Sie sehen, wie so ein Konflikt auf offener Straße ausgetragen wird. Wir haben also hier in Niederlanden, sprechen wir so etwa von 20 bis 30 Liquidationen pro Jahr. Auf offener Straße, oft mit automatischen Waffen. Oft werden auch Unbeteiligte getroffen. Auch da muss man sagen, in Deutschland besteht natürlich auch die Gefahr, dass so ein offener Konflikt irgendwann entsteht. Es hat bis jetzt noch nicht diese Brutalisierung stattgefunden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass das irgendwann der Fall sein wird. Auch Deutschland ist zunehmend von der Kokainschwemme betroffen. Das ist kaum noch zu stoppen. Kirsten Kappert-Gonter ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen. Sie sieht den Kampf gegen die Kokaineinfuhr als gescheitert an. Wir haben die Situation, dass diese große Kokainschwemme im Moment durch Kontrollen nicht mehr in den Griff zu bekommen ist, sondern die Sicherheitsbehörden, die Polizei, Justiz, die sind immer quasi hinter
der Welle. Ja, also das organisierte Verbrechen ist extrem findig darin, auch neue Handelswege zu finden. Und es funktioniert nicht. Die Kontrolle ist im Grunde gescheitert. Ich halte die Entwicklung in den letzten Jahren mit den steigenden Zahlen, was man konfisziert an Kokain, halte ich für sehr gefährlich. Ich denke, das beste Beispiel ist die Niederlande, wo wir sehen, wie so ein offener Konflikt eben aussehen kann im Bereich der Drogenkriminalität. Und das ist alles, das muss man auch dazu sagen, das beruht alles auf dem Kokain. Viel wird über Cannabis gesprochen, aber letztendlich Kokain hat zu dieser Brutalisierung geführt, weil eben die Gewinne auch entsprechend groß sind. Kritiker sagen, der Staat müsse härter durchgreifen. Aber bei gewerbsmäßigem Drogenhandel drohen schon jetzt bis zu 15 Jahre Haft. Doch bei Gewinnspannen von mehr als 100% schreckt das Dealer wie Jonas und Max offenbar nicht. Also wenn wir jetzt gecasht werden würden, würden wir kein Wort sagen und warten, bis unser Anwalt da ist. Und der würde dann alles regeln. Selbst wenn sie dann irgendein Verfahren einleiten können, kommt es selten zu einer Verurteilung, weil es dann auf Eigenbedarf runter gehandelt wird, weil wir auch nicht zu wenig ausgeben für unsere Anwälte. Warum soll meine Lebenszeit weniger wert sein als die von irgendeinem Studierten? Nur weil er jetzt früher halt gepusht wurde, von seinen Eltern erzogen wurde. Ja, okay, ich hatte das nicht. Für mich gab es keinen Drang, in die Schule zu gehen. Schon in der Schule war ich schon ausgestoßener, allein auf der sozialen Schicht, aus der Ebene her. Warum soll ich weniger verdienen müssen als sie? Und gerade diese Gutverdiener sind es doch auch, die Drugs brauchen, die irgendwelchen Schuss brauchen, die irgendwelchen brauchen, die brauchen irgendetwas. Und am Ende kommen sie ja dann zu Leuten wie mir deswegen. Warum soll ich die, nur weil sie in einer besseren Gesellschaft geboren wurden, Gesellschaftsschicht, warum soll ich mich mit weniger zufrieden geben? Ich habe mich ausgesucht, wo ich geboren wurde. Ohne die Unterschicht läuft für oben gar nichts. Wir sind das Fundament. Kokain boomt. Das Geschäft brummt. Die Nachfrage ist groß. Koks wird zur Volksdroge, hat trotz all der Medienberichte über Drogenkartelle und mafiöse Gewalt immer noch ein gutes Image. Wie trügerisch das ist, erleben Abhängige wie Marie. Ein Ausstieg gelingt nicht immer. Der Absturz kann bodenlos sein. Von der Droge loszukommen, das ist mehr als nur ein Kampf, das ist wie ein Krieg. Weil das sind so viele verschiedene Schauplätze. Und das war so hart, dass ich eigentlich, dass ich hoffe, dass ich das nie wieder vergesse, damit mir das nie noch mal passiert. Marie ist jetzt seit einem Jahr clean. Sie will mit ihrer Geschichte warnen vor der Verführung und den Gefahren der Droge, die Deutschland immer ungehemmter zu überschwemmen scheint.